Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind mal wieder bei H&R Spezialfedern in Lennestadt. Heute wird es so richtig technisch, weil ich weiß, der Celo hat ein bisschen was in der Fertigung vorbereitet und wir dürfen mit dazu und zeigen euch wirklich mal von 1 bis 10, wie so ein Fahrwerk eigentlich hergestellt wird. Ich würde sagen, wir gehen mal rein, gucken mal, wo Celo bleibt und dann geht es auch schon direkt los. So, da sind wir wieder, Selim. Schön, euch zu sehen. Ich habe schon gesagt, heute zeigst du uns mal XXL-Fertigung hier vor Ort in Lennestadt. Ja, wir müssen uns noch ein bisschen beeilen. Dann kann ich euch noch alles in der Fertigung mal zeigen, jeden Ablauf und jeden Schritt und auch wie die Maschinen laufen. Dann zeige ich euch heute mal, wie entsteht eine Feder. Das heißt, wir haben ja eigentlich 2 Punkte bei einem Fahrwerk, Stoßdämpfer und Feder. Genau. Wir machen jetzt erstmal intensiv Thema 1 Feder. Genau, richtig. Okay. So, als allererstes fangen wir mit den Federn an, was ja so das Hauptbestandteil von eurem Fahrwerk eigentlich ist. Genau. Und die kommen aus der Maschine. Genau, das ist unser Windeautomat, einer von mehreren, die wir hier im Standort stehen haben. Und hier können wir euch jetzt mal genau zeigen, wie das im Betrieb aussieht. Lass uns mal einmal ganz kurz am Anfang schon mal erklären, wie so eine Feder überhaupt entsteht. Welches Material, was wird gemacht, wie sind die Schritte? Ja, also wir haben Achsstahldraht, Federstahldraht, der auch in der Serie verwendet wird. Und das ist hochfest bis 2000 Newton. Und ja, wie gesagt, der wird angeliefert auf Kolz, wird in die Maschine eingespannt. Natürlich vorab das ganze Engineering, was die Federauslegung festlegt. Die Maschine wird programmiert. Der Kollege richtet die Maschine ein. Wir haben jetzt auch gerade das Glück, wir können euch hier jetzt mal eine Fertigung einer Prototypenfeder zeigen. Du sagst 2000 Newton, das heißt, der Draht, so wie er hier ankommt, hat schon 2000 Newton oder der kriegt nochmal eine Wärmebehandlung und so weiter? Der ist schon vorab so gefertigt für uns, also so behandelt, dass er schon die 2000 Newton Hochfestigkeit hat. Das heißt, die Maschine muss richtig Bums haben, um das Ding überhaupt zu wickeln? Die muss richtig Power haben, um die Maschine, um die Feder entsprechend in Form bringen zu können, genau. Okay, das heißt, da hinten auf der Trommel seht ihr den Rad. Der wird immer einen anderen Durchmesser haben, ne? Richtig, genau. Oder ist ein Standarddurchmesser? Nein. Du hast bei jedem Fahrzeug teilweise unterschiedliche Durchmesser. Du hast auch bei einem Fahrzeug mit unterschiedlichen Achsen, Mehrlenkerachse, die herkömmliche Starrachse, hast du auch teilweise Drahtdurchmesserunterschiede, Kombi zur Limousine unterschiedliche, weil das ist ja auch klar, du hast Fahrzeuge am unterschiedlichen Gewicht und die Stärke bzw. die Beschaffenheit einer Feder ist ja nicht nur in der Drahtstärke, sondern in der kompletten Konstruktion und in der Bauform, Windungsabstand und so weiter und so fort. Zeig uns das am besten mal an der Feder hier. Genau. Hier zum Beispiel jetzt ganz speziell ist ein serienmäßig bei einem BMW X3 M Competition eine inkonstante Feder an der Hinterachse verbaut. Das kann man ganz gut hier sehen. Der Durchmesser verändert sich. Man hat hier einmal einen relativ schmalen Durchmesser, der aber nach oben hin auslaufend immer dicker wird. Jetzt liegt es natürlich an uns, das so als Paket zu entwickeln mit unseren Gegebenheiten hier, was die Maschine natürlich auch verarbeiten kann, dass wir hier eine Feder konstruieren, die auch auf das Fahrzeug natürlich funktioniert. Was die Tieferlegung angeht, die Performance angeht, Aus- und Einfederwege angeht, das müssen wir dann natürlich in der Entwicklung komplett festlegen. Ist bei so einer inkonstanten Feder immer, was die Berechnung angeht, ein bisschen komplexer wie bei einer ganz normal herkömmlichen Feder, die durchgehend einen Durchmesser hat. Wir werden jetzt hier zum Beispiel einen Durchmesser verwenden von 14,75 mm und der Kollege hat, wie gesagt, die Maschine schon vorbereitet und eingerichtet und dann können wir euch jetzt gleich den Fertigungsprozess zeigen. Was hat das auf sich, dass die Feder nicht einfach komplett gleichmäßig gewickelt ist, sondern ich sag mal in Steigung und Abstand und so weiter variiert? Das hat mehrere Gründe und zwar zum einen die Federrate, die Anlaufphase, Bauform, also da gibt es wirklich etliche Gründe für. Ne? Das heißt, es kann wirklich sein, dass so eine Feder später im Betrieb nicht über die ganze Länge arbeitet, sondern bis Punkt X zum Beispiel nur in dem unteren Teil arbeitet und dann ab Belastung X komplett die ganze Feder arbeitet. Hier siehst du ja jetzt schon mal einen sogenannten Prototyp, den wir vorab gewickelt haben. Das ist eine progressiv gewickelte Feder. Du hast den progressiven Bereich, wo die Windungen sehr eng beieinander liegen. Dieser Bereich sorgt eigentlich nur dafür, dass wenn das Fahrzeug ausfedert, dass die Feder über ausreichend Vorspannung verfügt. Das heißt, wenn das Auto in seiner eigenen Niveaulage auf den eigenen Rädern steht, ist dieser Bereich komplett zusammengedrückt. Arbeiten tut genau dieser Bereich. Was ich immer wieder krass finde, was ich mir früher nie erklären konnte, ist, dass wirklich dasselbe Material, die gleiche Drahtstärke, je steiler es gewickelt wird, immer steifer wird. Genau. So. Ja, du hast ja, wie gesagt, mehrere Komponenten, die dafür sorgen, warum eine Feder in der Abstimmung sich unterscheidet. Wie gesagt, einmal den Drahtdurchmesser, die Windungsabstände, allgemein die Bauform, die Wicklungsart. Ja. Da spielen halt viele Faktoren eine Rolle.
die halt zur Abstimmung beitragen. Ich hätte halt immer nur so als Laie gedacht, gleicher Drahtdurchmesser, egal wie du es wickelst, ist immer gleich hart. Nein. Also du hast tatsächlich bei diesen Spezifikationen, was die Drahtstärke, Windungsabstand und allgemein die Wicklungsart angeht, deutliche Unterschiede. Ja. Ne? Also, das heißt, wenn wir sie einfach doppelt so hart gestalten wollen würden, könnten wir sie einfach doppelt so steil wickeln? Kann man so sogar nicht sagen. Nicht genau, nein. Aber so grob ja, schon. Du müsstest natürlich dann schon mit dem Durchmesser arbeiten, mit dem Draht arbeiten. Genau, und halt natürlich auch mit dem Abstand der einzelnen Windungen arbeiten. Ne? Okay. Wie konstruiert ihr sowas? Gibt es da Simulatoren oder sowas für? Macht ihr da Simulationen oder einfach so Erfahrungen, Testen, machen, tun und so weiter? Alles. Das komplette Paket, genau. Wir haben Erfahrungen, wir kennen die Durchmesser, wir kennen die Federraten, wir kennen die Gegebenheiten vom Fahrzeug in Harmonie, weil die Feder muss ja immer mit dem Stoßdämpfer harmonieren, damit halt entsprechend der Kunde das Gefühl hat, ich habe hier eine deutliche Verbesserung, ich habe aber kein zu hartes Fahrwerk, sondern ich habe eine Performance-Steigerung. Mhm. Ja, weil Härte und Performance-Steigerung sind immer differenziert zu betrachten. Und darauf kommt es halt an. Also wir machen natürlich Berechnungen, wir haben natürlich Werte, die uns vorliegen und natürlich auch ganz klar die Erfahrung. Ne? Ja. Okay. Ja, manchmal ist es auch so, muss man ganz klar sagen, du hast viele Federn, wo die Theorie eigentlich sagt, der theoretische Wert funktioniert nicht. Praktisch perfekt. Du hast aber auch natürlich den umgekehrten Fall. Ja. Also das ist immer eine Kunst. Natürlich, weil seit 1979 haben wir die Erfahrung. Und weil wahrscheinlich auch so ein bisschen, je nach Achstyp, immer noch so ein bisschen Übersetzungen und Hebelarm und so weiter kommen. Ne? Man wahrscheinlich auch immer nicht ganz genau weiß. Sitzt die Feder zum Beispiel, wenn das Rad hier steht, ne? Du hast den Stoßhammer, wo sitzt die Feder? Du hast einen ganz anderen Hebel, du hast eine ganz andere Achsübersetzung. Zum Beispiel beim Gewindefahrwerk denken ja auch viele, ich drehe 1 Zentimeter am Verstellteller und das Auto kommt 1 Zentimeter. Das stimmt ja gar nicht. Ja. Du hast natürlich manchmal den Faktor 1, das kommt aber selten vor, aber oft halt auch 1,5, 0,5. Ja. Ja. Ne, genau. Okay. Ja, dann. Rums, genau. Okay, das sieht ja aus, als wenn das Ding Butterweich wäre, ne? Das stimmt, ja. Wobei man dazu sagen muss, da hängt so viel Power hinter. Ja. Hier ist auch eine riesen Apparatur. Alleine der Stempel hier nur zum Abstellen. Genau, ne? Die Zylinder drücken wirklich mit äußerster Gewalt. Mit 100 Bar drücken die den Federstahldraht natürlich in die Schere rein und in die Rollen. Und hier wird natürlich die Formgebung anhand der Programmierung der Maschine gegeben, wie die Feder ausgelegt ist. Und dann natürlich der Dorn am Ende, der das Ganze abschlägt. Das geht dadurch, wie als wenn das Butter wäre. Ja, dann können wir euch das so gerne mal nochmal geöffnet zeigen, dann sieht man das ein bisschen besser. Ja, krass. Das heißt, komplett über die beiden Rollen regelt er nur, wie die Feder da rauskommt. Genau. Kommen alle Federn von euch aus der Maschine hier? Oder kommen so diese kleinen Rennsportfedern und so weiter auch aus einer filigraneren Maschine? Also wir haben 4 Maschinen, 4 große Wafios. Genau, also wir können ja Durchmesser verarbeiten von 0,1 mm bis 55 mm. Stahl. Genau. Richtig, auch unterschiedlichste Materialien. Also wir haben ja auch den Industriefederbereich haben wir ja auch. Und da können wir ja auch tatsächlich von alles, was dir einfällt an Materialien, ob es jetzt irgendwie für Industrie ist, ob es für Maschinen sind, für Waffen sind oder sowas in der Art oder für Salzwassergebräuche in den Meeren, Pipelines, können wir alles hier verarbeiten. Und ist natürlich auch klar, dass die Maschine jetzt nicht 55 mm verarbeiten kann. Dafür haben wir natürlich eine separate. Schon klar. Genau, einen Wickelautomaten, den zeige ich euch als nächstes. Das ist natürlich dann schon richtig. Ja, genau. Was ihr jetzt gerade nicht sehen könnt, da steckt so viel Energie hinter, dass selbst die Feder so heiß ist, dass man sie kaum anfassen kann. Ne? Ja, ich habe die gerade so selbstverständlich in die Hand genommen, aber die hat ja richtig Temperatur schon. Ne? Ja, da ist natürlich auch richtig Energie. Oder wird das vorgeheizt? Nein, das ist die reine Energie, die durch die 100 Bar entsteht. Ja, durch die Verformung, ja. Richtig, genau. Es ist eine komplette Kaltverformung. Und da entsteht natürlich Temperatur. Wir haben 4 große Windeautomaten, die halt, sage ich jetzt mal, auch für den Automotive-Sektor wirklich die Masse fertigen. Ne? Auch für uns Lagerware, Verkaufsware, Sonderanfertigung jeglicher Art. Und dann haben wir noch 3 Industriemaschinen, also Feinwindemaschinen, die man können natürlich die ganzen kleineren Durchmesser fertigen. Und natürlich auch die große Wickelmaschine. Die sehen wir aber gleich, da zeige ich euch auch mal exklusiv für euch, wie so eine große Feder mit starkem Durchmesser gewickelt wird. Das heißt, Maschine Nummer 1. Genau. 2. 2. 3.
und genau hinter dir die 4. Okay. Und das? Das sind unsere Industriemaschinen. Da machen wir dann wirklich die kleinen Durchmesser, die fertigen wir hier. Zeige ich euch, da haben wir auch nochmal eine Abstufung. Ganz hinten in der Ecke haben wir wirklich die ganz, ganz kleine. Da machst du ganz, ganz feinen Draht mit. Ne? Ja, auch 0,1. Ja, und ja, die ganz kleinen Dinger. Genau. Okay. Ja, also hier wird jetzt gerade 35 mm Federstahldraht verarbeitet auf der Wickelmaschine. Ja, das heißt, die Maschine läuft um den Dorn herum und wickelt die Feder entsprechend drauf auf. Jetzt wird als nächstes geschliffen. Wo müssen wir hin? Genau, einmal darüber. So, hier haben wir zum Beispiel eine Rennfeder, die auch bei uns in den Gewindefahrwerken eingesetzt wird. Wie ihr hier gut erkennen könnt, hat die eine gerade Auflagefläche. Warum? Wir haben natürlich bei den Gewindefahrwerken die sogenannten Verstellteller, die Federteller, genau, die Auflage. Und damit du halt diese Auflagefläche generieren kannst, haben wir ja gerade gesehen, bei der X3M Competition Feder, die ist ja normal gerade auslaufend, um halt passend für den originalen Federteller, brauchen wir hier eine gerade Auflagefläche. Und das generierst du natürlich, indem du die Feder entsprechend bearbeitest. Das machen wir hier in der Schleiferei. Mhm. So, jetzt kommt es aber auch noch darauf an. Wir nehmen ja hier Material weg. Das muss alles in der Fertigung vorab, also das, was der Kollege am Winderautomaten programmiert, muss alles schon einkalkuliert werden, dass die Feder nach dem letzten Arbeitsgang die entsprechend geforderte Länge hat. Und man sieht ja auch, dass die letzte Wicklung nicht so steil ist. Richtig. Dass die Feder nicht ganz so schräg weggeschliffen wird. Genau, genau. Okay, das heißt, die wird eingespannt und da wird einfach oben rüber geschliffen. Genau, die Apparatur dafür zeige ich euch. Die Federn werden quasi in einem Kreis eingespannt, in einer Form. Mhm. Und dann läuft ein Schleifstein komplett oben drüber und nimmt die dann halt wirklich bis aufs Genaueste oben ab, das Material, und dann halt entsprechend von der anderen Seite auch. So, das wird jetzt richtig laut. Ja. So, nach dem Schleifen, wie geht es jetzt weiter mit unseren Federn? So, durch die Kaltverformung, die jetzt entstanden ist, durch die Verarbeitung, sind natürlich jetzt in dem Material Spannungen entstanden. Mhm. Diese Spannungen entnehmen wir, indem wir natürlich jetzt die Federn nach der Bearbeitung in den Ofen bringen und halt eine Temperatur bekommt, eine vorgegebene Temperatur über eine gewisse Dauer, um halt da die Feder, halt, also dem Material, die Spannung zu entnehmen. Der Ofen läuft so 20 Minuten bei etwa 380 Grad. Genau, anschließend nach dem Ofen geht die Feder in die Strahlanlage. Da wird die Oberfläche verfestigt und natürlich auch gleichzeitig gereinigt. Nach dem Strahlen geht es in die Setzerei. Strahlen mit Sand, Korund, Glasperlen? Mit Stahlkorn. Stahlkorn, okay. Genau. Also richtig. Richtig Power. Die Maschine ist auch von innen so verkleidet, weil wenn du das Stahlkorn ist so grob, die Maschine würde sich selbst zersetzen. Selbst zersetzen, okay. Genau. Okay, also voll automatisiert kommen die Federn als erstes in den Ofen. Dort wird das Gefüge wieder spannungsarm geglüht, welches sich verformt hatte durch das Wickel. Genau, richtig. Dann wird gestrahlt. Richtig. Und dann wird gesetzt. Genau, die Feder auch blockfest. Die wird okay. Blockfest dadurch. Da wird sie halt, also erhält sie halt ihre endgültige Formgebung. Was würde passieren, wenn wir davon einen Schritt weglassen, wie das Glühen? Da würde die Feder natürlich in sich brechen. Das heißt, die hat dann Bruchstellen, Materialfehler. Auf jeden Fall. Und würde irgendwo an so irgendeiner Stelle brechen. Ja, genau. Oder würde Risse bilden, irgendwie sowas. Ne? Richtig, genau. Okay. Und das Blockfeste genau das Gleiche. Es ist ja immer dieser Irrtum und dieses Gerücht, was sich ja schon seit 30, 40 Jahren irgendwie hält, dass eine Feder sich setzen kann. Mhm. Ja, das werden natürlich viele Zuschauer jetzt sagen oder auch drunter schreiben, dass sie dieses Gefühl schon mal hatten, aber nein, technisch ist das eigentlich gar nicht möglich. Denn das Einzige, was sich an einer Tieferlegungsfeder setzt, ist die Feder in den einzelnen Gummifedertellern an sich. Mhm. Klar gibt es natürlich auch das Verfahren wie bei einer Gewindefahrwerksfeder. Wenn du die Feder außerhalb seines
Arbeitsbereiches hindrehst, also entweder du drehst die Feder zu hoch, zu hohe Spannung, dass sie dann schlagartig ihre Federkraft verliert. Bei dem Fachjargon sagt man immer, die Feder geht ab, dann ist sie auch kaputt. Ansonsten, nach diesem Fertigungsschritt, also nach dem Setzen, tritt das eigentlich nicht mehr auf. Kann das auch nicht mehr. Wir gucken uns mal Setzen an jetzt. Genau. Sind wir beim Federn setzen? Genau. Das heißt, was wird hier gemacht? Die Feder erhält jetzt hier ihre endgültige Form. In der Fertigung muss die Feder natürlich entsprechend länger ausgelegt werden, damit es nach diesen ganzen Fertigungsschritten am Ende auch das Sollmaß erfüllt. Sprich, die Schleiferei, die Wicklung an sich oder Windung an sich, bis hin zur Setzerei. Hier wird die Feder jetzt, wenn du die jetzt messen würdest, vorm Setzen und nach dem Setzen hast du natürlich auch Längenunterschiede. Nach dem Setzen hat die Feder seine endgültige Länge und endgültige Bauform. Bedeutet, sie wird jetzt einmal auf Block gefahren und hat dann seine endgültige Baulänge und auch Bauform. Okay, das heißt, man geht über den elastischen Bereich raus und kann die Feder wirklich kürzer haben. Ja. Kann das später im Betrieb dann nochmal passieren? Nein. Je nach nicht mehr. Wenn ich sie dir jetzt so mitgeben würde und du baust sie in ein Fahrzeug ein, dann könnte das passieren. Ah, okay, schön. Genau. Dann würde sich setzen. Dann könnte die Feder sogenannt abgehen, wie man es im Fachjargon sagt. Nach dem Block festsetzen aber nicht mehr. Wenn jetzt in der Produktion was falsch gelaufen ist und sie gleich zu kurz ist, ist auch Feierabend. Dann ist auch Feierabend. Also wenn es zu kurz. Wenn es zu kurz ist, so kurz. Genau. Aber das tritt nicht auf. So, ich mache euch das mal vor. Also das ist jetzt so eine Maschine, die halt doppelt arbeitet. Die Feder, so wie wir sie kennen, frisch nach dem Strahlen. Du siehst, die Oberfläche ist verfestigt und natürlich auch gereinigt. So, dann rein. So, jetzt ist natürlich hier, die Feder ist jetzt hier raus. Und wenn du sie jetzt auf die Leere tun würdest, dann würdest du halt genau das Maß haben, was vorgegeben ist. Also die Kollegen haben Arbeitskarten, wo wirklich jeder Schritt, jedes Maß, jeder Qualitätsstandard festgehalten ist, die die Feder auch erfüllen muss. Weicht das ab, außerhalb des Toleranzbereiches, weg. Und das kannst du halt auch wirklich chargenweise festhalten und kontrollieren. Das ist natürlich alles komplett detailliert dokumentiert. Ne? Abschließend natürlich zu sagen, die Kollegen fassen die Feder natürlich niemals mit den blanken Händen an. Das haben wir natürlich jetzt ausnahmsweise für euch gemacht, um euch das mal zu zeigen. Also diese eine Feder habe ich jetzt für euch gekauft. Sehr gut. Normalerweise gestrahlte Sachen niemals mit den Fingern anfassen, genau. Wegen Schweißfeuchtigkeit und so weiter. Rostet sofort. Du hast hier eine absolut unbeschichtete Oberfläche, die wirklich jeglicher Korrosion ausgesetzt ist. Ohne Schutz. Aber es reicht tatsächlich aus, dass sie einmal kurz auf Block gefahren wird, ja, und gleich wieder entspannt wird. Genau. Die muss nicht irgendwie gehalten werden oder ähnliches. Ja, du hast halt, die Maschine hat halt eine gewisse Vorgabe von 2 bis 3 Sekunden, je nachdem. Das ist aber auch immer unterschiedlich von der Auslegung der einzelnen Feder. Aber die wird natürlich kurz gehalten und dann ist sie blockfest. So, wir sind in der finnischen Sauna hier angekommen. Richtig. Mir wird schon leicht warm. Ja. Was passiert mit den Federn als letztes, beziehungsweise vorletztes? Also nach dem Setzen erfolgt quasi mehr oder weniger der vorletzte Schritt und das ist die Oberflächenbeschichtung. Mhm. Das befindet sich alles hier. Da haben wir ein eigenes Gebäude für, eine große Pulverbeschichtungsanlage, wo die Federn zum einen gereinigt werden, also Zink durchlaufen ein Bad, Zinkphosphatierung. Da werden sie gereinigt, im Anschluss getrocknet, dann natürlich mit dem Pulver eingesprüht und dann durch den Backofen halt entsprechend das Pulver auf die Feder eingebrannt. Warum macht man das Ganze? Um die Oberfläche zu schützen und natürlich auch einen Schutz zu generieren, damit halt die Feder nicht beschädigt werden kann im täglichen Produktionslauf. Und, also rein, weil dieser Federstahl so anfällig ist gegen Korrosion, dass es geschützt werden muss? Natürlich, jegliche Art von Stahl ist ja, wenn es nicht beschichtet oder wenn die Oberfläche behandelt und geschützt ist, ja schutzlos der Korrosion ausgeliefert. Mhm. Bedeutet, du baust die Feder ein und das dauert keine 3 Tage, dann hast du schon natürlich die ersten Rostansätze. Ich sehe schon ganz viele Federn da unten hängen, wir gehen mal gucken. Also egal wie, wo, was, jede Feder wird gepulvert. Richtig. Außer die für die medizinischen Zwecke wahrscheinlich. Oder auch die. Die wird anders oberflächenbeschichtet. Die wird natürlich nicht pulverbeschichtet,
sondern das ist ein ganz komplexes Verfahren, weil es ja natürlich auch in deine Organe bzw. in deine Knochen. Das wird dann irgendwie eher mit irgendwelchen Tauchbädern. Das ist komplett outgesourcen, hat mit dieser Art von Oberflächenbeschichtung gar nichts. Gar nichts. Nein. Warum hängen die da in so halben Gestellen? So, du hast natürlich, die Feder wird jetzt natürlich oben von den Sätzen hier angeliefert, wird auf diese Gestelle hier aufgehangen. Und hier ist natürlich auch immer zu beachten, wie du sehen kannst, sind die Enden, werden die Federn immer gleich aufgehangen. Weil du hast natürlich eine gewisse Aufhängestelle, die ist natürlich in der Sekunde nicht geschützt. Die muss natürlich im Nachhinein separat nochmal geschützt werden und mit Farbe bzw. mit Pulver versehen werden, damit da keine Sollbruchstelle entsteht. So, die Feder wird hier aufgehangen, damit sie halt hier auf dem Förderband komplett in den Rundlauf integriert werden kann, in den Fertigungsprozess eingegliedert werden kann. Der nächste Schritt wäre jetzt halt eben die Zinkphosphatierung. Das zeige ich euch jetzt. So, die Federn durchlaufen alle durch die Zinkphosphatierung. Ein wirklich sehr wichtiger Prozess, denn hier wird die Feder wirklich hundertprozentig von jeglichen Verunreinigungen gereinigt, so dass im nächsten Schritt halt das Pulver aufgetragen werden kann und dann halt im darauffolgenden Schritt im Backofen beim Ofen eingebrannt wird. Das ist hier eine komplett vollautomatisierte Anlage. Das heißt, die Feder wird einmal angefasst, aufgehangen. Vollautomatisiert wäre ja, man müsste auch den Aufhängungsprozess nicht mehr machen, okay. Das nicht. Ansonsten, bis auf den Auf- und Abhängprozess, ist sie vollautomatisiert. Okay, krass. Okay, das heißt, Federn gehen durch? Ja. Durchlaufen die Maschine, kommen getrocknet hier wieder raus. Hier stehen wir jetzt vor der eigentlichen Beschichtungsanlage. Keine Angst, die läuft gerade nicht. Wie du in der Maschine gut erkennen kannst, jetzt gerade, wo sie nicht läuft, hast du halt also mehrere Pistolen je Seite, die natürlich das Pulver auf die Feder auftragen. Im nächsten Step, wenn die Federn hier durchlaufen, gehen sie direkt in den Ofen. Mhm. Dort wird das Pulver dann eingebrannt, haben auch teilweise dann ehrlich bis zu über 200 Grad, also richtig heiß, kommen raus, kühlen ab, werden im Anschluss bedruckt. Da haben wir ein eigenes Tamponverfahren, nennt sich das. Und dann sind die gekennzeichnet, gehen dann in die Qualitätssicherung, dort werden sie überprüft und sind dann im Anschluss entweder versandbereit oder werden eingelagert. Wir haben wirklich in den vielen, vielen Jahren unterschiedlichste Oberflächenbeschichtungen getestet und sind jetzt wirklich an dem Punkt, wo wir unser eigenes spezielles Pulver haben, auch mit dem H&R Blau, das wirklich absolut beständig ist. Ne? Witterungsbeständig und halt auch von der Belastbarkeit. Ne? Spezialfrage, warum haben die Federn verschiedene Farben bei euch? Das war früher mal, da haben wir bei jeglichen Herstellern immer unterschiedliche Farben auch gehabt. Also manche waren mal grün, rot. Und dann haben wir irgendwann natürlich auch, die Entwicklung hört ja nicht auf, haben wir natürlich jetzt diese spezielle Mischung für uns gefunden und haben dann irgendwann auch entschieden, für uns die Marke H&R ist immer, jeder verbindet es mit blau-weiß. Und haben dann natürlich gesagt, dass dann halt auch unsere Produkte alle dann halt entsprechend blau gepulvert werden und weiß gekennzeichnet werden. Außer die Gewindefahrwerke. Genau. Da sind die Federn noch teilweise rot oder eher gesagt meistens rot, haben aber auch Einzelfälle, wo sie dann auch schon blau sind. Du sagtest ja gerade, die Federn werden alle gekennzeichnet. Genau. Du hast natürlich die einzelnen Gitterboxen, die dem jeweiligen Kollegen angeliefert werden, sind halt immer mit Auftragskarten hinterlegt. Das heißt, der hat in der Sekunde sofort die Information, okay, welche Feder, welche Kennzeichnung und vor allem wichtig, wo wird gekennzeichnet. Mhm. Ist ja auch so ein Punkt. Es bringt dir ja nichts, wenn du eine Feder kennzeichnest, die aber im eingebauten Zustand so ungünstig gekennzeichnet ist, dass der jeweilige Sachverständige TÜV-Prüfer das ja am Auto gar nicht sehen kann, weil die hinten rum ist, oben ist. Das ist von uns genau definiert. Alles schon in der Entwicklung quasi vorab definiert, anhand der Auftragskarten, auch bebildert teilweise, dass der jeweilige Kollege genau erkennen kann, auf welcher Windung, auf welchem Abstand wird was geschrieben. So, wie geht's jetzt weiter? Jetzt folgt die Qualitätssicherung. Ganz wichtig, jede Feder wird überprüft. Und natürlich halt auch, wenn vom Kunden gewisse Vorlagen oder Auflagen uns vorgegeben sind, Prüfkriterien, wird alles im Qualitätsmanagement durchgeführt, sodass die Feder auch 100% den Vorgaben entspricht und das Haus H&R verlässt. Das heißt, es kann sein, dass von Kunde zu Kunde eine unterschiedliche Qualitätssicherung gewollt ist. Dauerschwingversuche mit unterschiedlichen Lastwechseln, genau.
So, auf dem Weg zur Qualitätssicherung sind wir zufälligerweise auf dieses kleine Versandlager gestoßen hier. Genau, unser Horiga-Lager. Sind das vorwiegend Federn oder komplette Alles. Fahrwerke? Alles, von kompletten Fahrwerken, Federn, Stabilisatoren, Gewindefahrwerken. Mhm. Haben wir hier alles lagert. Ja. Wie lange bleibt die Ware hier normalerweise im Lager liegen? Also wir haben einen Durchlauf in etwa von 30 bis 90 Tagen, je nachdem. Mhm. Ja, also wir fertigen natürlich auf Lager. Ne? Klar, wir haben immer einen gewissen Lagerbestand und wir haben natürlich auch automatisierte Prozesse, die uns dann natürlich sagen, wenn eine gewisse Mindestmenge vorhanden ist, dass automatisch nachproduziert werden muss, ist klar. Aber du hast natürlich auch immer diverse Hotseller-Artikel, du hast Oldtimer-Artikel, du hast immer einen unterschiedlichen Durchlauf. Ne? Du hast brandaktuelle Fahrzeuge, da kommst du mit der Produktion fast nicht hinterher. Du hast natürlich auch diverse Oldtimer-Fahrzeuge, wo du immer so ein paar Satz auf Lager hast. Aber ich sage jetzt mal nicht, wo 10 Satz am Tag rausgehen oder 100 Satz. Ne? Macht ihr für die Händler auch Direktversand? Ja. Okay, also die Fahrwerke aber nicht gehen... Aber nicht an die Endkunden. Nicht an die Endkunden, okay. Nein, nicht an die Endkunden, sondern an die einzelnen Reifenwerkstätten, an die einzelnen Fachwerkstätten, genau, Fachbetriebe. Die werden von den einzelnen Fachhändlern, Großhändlern direkt beliefert. Ja. Mhm. Genau. Okay. Ja. Ja, also hier befinden wir uns in der Qualität, also ein Teil der Qualitätssicherung. Hier steht unser Dauerschwingtester. Hier absolvieren wir unsere Dauerschwingversuche. Wir haben Auflagen und auch Vorgaben seitens TÜV-Kraftfahrt-Bundesamt und natürlich auch von unseren Auftraggebern, dass die Federn einen gewissen Dauerschwingung, also Dauerschwingung ausgesetzt werden müssen und halt natürlich auch nicht brechen dürfen. Also sprich, die Belastbarkeit der Feder wird hier getestet. Vorgabe ist ca. 500.000 Schwingungen, die Feder auf jeden Fall aushalten muss. Ich kann euch auch gleich ein Beispiel zeigen, das habe ich vorbereitet. Da kann man mal sehen, was so eine Feder darüber hinaus kann. Also 500.000 gibt jetzt der TÜV vor. Und hier haben wir zum Beispiel jetzt einen Bruch, der ist entstanden bei 950.000 Schwingungen. Ne? Wie wird so eine Feder danach überprüft? Dafür haben wir in der QM oben, haben wir Ultraschallweder und natürlich halt auch Röntgenvorrichtung. Okay. Also wird richtig nach Rissen gesucht? Natürlich, wir suchen richtig nach Rissen, suchen nach Materialfehlern, suchen nach Bruchstellen, warum ist sie gebrochen, um was für ein Bruch handelt es sich, auch ganz wichtig. Die Bruchart ist da sehr interessant. Ist es materialbedingt? Liegt es an der Auslegung der Feder? Ist diese eventuell ungünstig berechnet? Kann man die verbessern oder nicht? Also hier ist auch wirklich nochmal eine Sicherheit für uns, die wir uns einfach nochmal an Informationen holen. Ne? So, gerüstet wird die Maschine immer gegenliegend. Also du hast natürlich, wenn du jetzt auf der Seite eine Feder einspannst, musst du entsprechend auf der anderen Seite auch, ne, weil die halt immer gegeneinander läuft. So, und die Maschine ist so laut, wie du das hier an dem Raum und an dem Ton natürlich jetzt auch die Zuschauer hören könnt, ist der hier halt sehr schallisoliert, ne, also stark schallisoliert. Ja, an der Stelle nochmal, das ist jetzt gerade Entspannung für die Ohren hier. Es war bisher ziemlich laut, ist halt eine Fertigung. Ich hoffe, wir haben das einigermaßen in den Griff bekommen, aber geht halt in der Fertigung nicht anders. Genau, weil sonst hätten wir es tatsächlich nach Feierabend machen müssen, wenn die Maschinen stehen, aber dann hätten wir euch nicht so viel zeigen können. Ne? Genau. Okay. Also das Gerät hier macht richtig Radau, deswegen halt auch der Raum. Und selbst wenn die Maschine läuft, trotz der Schallisolierung, hörst du sie oben. Mhm, krass. Genau, okay, das also heißt hier einfach nur zwei Federn, die ganze Zeit gegenläufig idealerweise werden. Vier, genau, aber du musst mindestens zwei haben. Mhm. Genau. Okay. Merkt die das selber, wenn eine Feder gebrochen ist und stellt ab? Die Maschine überwacht das komplett. Okay, also macht ihr nicht den Pressofarmer dann? Dann geht sofort der Notaus ein und die Maschine steht. Okay. Genau, wird auch alles dann penibelst dokumentiert. Das heißt, wir können genau erkennen, bei welchem Lastwechsel ist die Feder gebrochen, was ist da genau passiert, was haben die Federn ausgehalten. Also das können wir komplett auswerten. Mhm. Wichtig für uns. Mhm. Cool. Genau. Ja, also hier befinden wir uns im Labor der Qualitätssicherung. Hier werden auch alle Prüfungen nochmal abschließend analysiert, Daten ausgewertet, auch natürlich Federn, die wir von den Kunden angeliefert bekommen, überprüft. Und und dann werden natürlich auch Änderungen, die einfließen in die Produktion, auch hier ausgewertet und natürlich auch die Änderungen begutachtet und halt auch dokumentiert, ob diese Änderungen auch natürlich positiv oder negativ sind. Das heißt, hier wird wirklich alles vermessen, sei es Längenangaben, sei es Härte und so weiter. Genau, Federraten, Blockmaße,
etc. pp. Ich würde sagen, das war jede Menge Fertigung. Auf jeden Fall wissen wir jetzt alle, wie man Federn herstellt. Wie geht's weiter? Im nächsten Step können wir noch mal kurz auf Stoßdämpfer eingehen. Mhm. Ansonsten sind wir soweit mit der Fertigung durch. Am meisten interessiert mich natürlich, was das X-Bow macht. Und das gucken wir uns jetzt als nächstes an. Alles klar.